So ist schön. Ja, so ist das fein. Fein gemacht. Ein schwerer Gürtel, aber den können wir gerade einfach mal ignorieren und links liegen lassen. Wow. What is wrong with you? So, unter den auch noch. Superst. So, jetzt wird es hier ein bisschen enger gleich auf der Karte. Hier stehen irgendwelche Anhänger rum und hier ist auch so ein Lagerchen. Das sieht ja auch süß aus. Aber ist gar nicht so süß. Ja, komm, prügeln um. Schön. So, mal gucken, was haben wir da? Wieder so ein paar Sklaven. Und Bratam guckt sich das einfach mal an. Der guckt sich gerade die Gegend an. Vielleicht will er ja hier ein Haus kaufen. Hm, Bratam, wollen wir mal gucken, ob wir einen Immobilienmakler finden? Ich fände lustig, wenn wir machen tun könnten das. Ah, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja einen Immobilienmakler. Einen relativ günstigen vielleicht auch. Die Immobilien scheinen ja hier nicht so florierend zu sein. Da kann man bestimmt gute Geschäfte machen. Nimm 2, zahl 1. Jetzt mit extra viel Grünschimmel im Badezimmer. Oh, dreimal gesockelt der Knüppel gerade. Das ist ja auch schön. Schön unnötig vor allem. So, dann machen wir das Katapult schön kaputt. Ja, bra... Oh, Jadestein, halt. Zurück. Den müssen wir mitnehmen. So, ich habe gerade wieder geräuspert, ne? Nicht wundern. Ich kratze hier nicht ab. Also vielleicht schon irgendwann. Aber das macht ja nichts. Einfach Video ausmachen und ignorieren. Na komm, hau drauf. Super. So, es wird ein bisschen dunkler, sehe ich jetzt gerade. Und nochmal ein Fass. Alter, was ist das denn? Dämon-Gremlin. Heieiei. Kälteverzauberung. Ach, die können sich teleportieren, die Schweine. Also der jetzt nicht mehr, der hat sich gerade... der ist gerade über den Jordan gegangen, sozusagen. Achso, wir haben genug Mana-Tränke. Naja, dann ist ja okay. Riesenschwert, Langschwert. Können wir beides nicht gebrauchen. Au. Okay, doch nicht. Ich habe ja schon überlegt, ob wir uns jetzt mal einen Barbaren gönnen sollten. Also hier, ne? Hier beim Quarkkäse. Dachte ich mir vielleicht, dass wir uns mal einen Barbaren holen. Weil die halt eine derbe Durchschlagskraft haben. Und wenn man bei denen vielleicht mal ein doppeltes gesockeltes Schwert irgendwo findet. Ne, wenn man bei dem zwei gesockelte Schwerter findet. So rum kann man da auch gut was rausholen. Ich weiß halt nicht. Ob das was bringt, ob das Sinn macht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ein Punkharnisch. Den wirst du, glaube ich, schon mitnehmen, mein Freund. Das kannst du mir glauben. Wenn wir das Schild da lassen. Boah, benötigt Stärke 70. Wir haben gerade mal 62. Das ist... Oh. Ja, Bratam. Du bist ein Arschloch. Wenn ich das so knallhart sagen darf. So, jetzt kommst du hier schon runter und jetzt gehen wir hier hoch. Du kommst jetzt mit hier hoch. Da ist... Genau. Entschuldigung, ich habe Orientierung verloren. Macht nichts, macht nichts. Kann jedem mal passieren. Okay, was haben wir hier noch? Todesprügler. Ja, die sind jetzt nicht so die Probleme. Die machen wir ja fast schon im Alleingang platt. So, das war's auch schon. Und noch mehr von den Viechern. Die halten halt einfach nur auf. Das ist das Problem. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Es gibt sicherlich Schlimmeres. So. Und da ist noch ein toter Barbar. Rest in peace. Barbarian friend. Und ein Kadaver. Bäh. Heiltrank, super. Lestarkos, Heiltrankos. Und hier noch mehr Barbaren, die wieder in Gefecht gerade sind. Denen helfen wir natürlich gerne. Wir helfen ja jedem hier in diesem Spiel. Hör auf unserem Geist rumzuprügeln. Ich glaube, es geht los, mein Freund. Alter. Der Geist wird auch mal nicht weggehen, ne? Der bleibt einfach stehen. Dann werde ich halt umgebracht. Naja. So. Ich glaube, wir müssen auch bald schon beim guten Schenk sein. Der hieß Schenker, ne?
Nee, Schenk hieß er. Müssten wir auch bald angekommen sein, glaube ich. Ich wüsste das ganz gerne vorher, weil ich dann nochmal zurück würde. Und würde nochmal einen Mana-Trank organisieren. Oder vielleicht auch zwei oder drei. Was willst du denn? Komm, ich hau dir mit meinem Knüppel auf den Kopf. Der ist fucking Gold. Na komm, Bratan. Bisschen schneller. So. Jetzt haben wir so viele Heiltränke schon wieder dabei. Da können wir mal die kleineren Heiltränke mal wegschmeißen und die größeren dafür hinhauen. Beziehungsweise die Reihe ist doch sowieso total verkehrt. Die hat doch da gar nichts zu suchen. Mann, ey. Alter, ey. So. Da kommen doch bestimmt noch mehr. Komm nicht. Ja, Bratan, dann ist das doch wohl deiner. Dann hol ich dir, komm. Da kommen doch noch mehr. Ich wusste das doch. Ich wusste das doch. Wieso haut mir eigentlich die Stimme die ganze Zeit ab? Das ist ziemlich nervtötend. Ich hätte sich anders, wenn ich im Stimmbruch wäre. Bin ich aber gar nicht. Vielleicht komme ich einfach in die Wechseljahre der Männer. Soll es ja angeblich auch geben. Vor allem mit Anfang 20. Das ist sehr weit verbreitet auf jeden Fall. So, decken wir hier unten auch nochmal ein bisschen auf. Einfach nur, damit wir es gemacht haben und sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. So, ich bleibe einfach mal hier kurz stehen und hau da mal so einen Vulkan hin. So. Mann, die lassen extrem viele Heiltränke fallen. Aber irgendwie keine Dings hier. Keine, Mana-Tränke. Das nervt gerade ein bisschen. Weil wir gerade die gut gebrauchen könnten. Ein guter Jadestein. Jahresstein, nicht Jadestein. Ja, dann lassen wir das Teil mal da und nehmen den nochmal mit. Da würde ich fast schon sagen, komm, weißt du, wir verabscheuen uns mal. Und gehen mal gerade runter zum Deckard Cain und identifizieren mal die ganzen Sachen. Seid gegrüßt. Hat der nicht eben noch eine andere Stimme gehabt? Ich bin überrascht, dass... Ich habe ja... So, wenn wir jetzt weggehen und nochmal... Deckard... Sag doch mal bitte was. Na egal. Er hat auf jeden Fall eine andere Stimme, wenn er diese Dialoge macht. Guten Abend. Das ist ja schon ein bisschen komisch. So, Jadesteine. Jahresteine, nicht Jadesteine. Die hauen wir weg. Genau wie den Helm. Der ist zwar nicht schlecht. Wie sieht's mit dir denn aus? 3 zu Mana. Pass mal auf. Mit dem Helm haben wir vielleicht gleich noch was vor. Muss ich mal gucken. Ja, der Bogen, der kann weg. Den braucht keiner. Das Teil, ich hab, von dem Ding habe ich mir auch mehr vorgestellt. 17.000 bringt der Prunkharnisch. Was haben wir denn hier? Ach ne, da ist das Leben. Ja, gut, okay. Ups. Dann behält er das Leben mal. So. Okay, jetzt wollen wir mal gerade gucken, was der Helm so drauf hat. Vielleicht können wir da ja gerade mal so ein Steinchen reinhauen, was wir hier noch haben. Ich weiß es ja nicht. Kältewiderstand braucht er jetzt nicht so. Gift auch nicht. Ich gucke auch gerade beim Schild. Ich bin ja auch ein Profi einfach. Mana brauche aber auf keinen Fall. Gegenstände brauche auch nicht. Angriffswert, oh ja, wäre nicht schlecht, aber nicht unbedingt notwendig. Leben hat er genug. Klammer auf, hat man ja bei Diablo gesehen, Klammer zu. Was haben wir hier denn noch? Angreifer erleidet Schaden. Erlittener Schaden geht auf Mana. Nee, brauche auf keinen Fall. 30 Verteidigung gegen Geschoss. Nee, Gift auch nicht. Blitz auch nicht. 2 zu Mana nach jedem Volltreffer auch nicht. Mana regenerieren, Leben wieder auffüllen. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht das Weisheit letzter Schluss. Also irgendwie gibt's für Helme so gar nichts Gescheites, ne? Hab ich das Gefühl. Nee, komm, dann scheiß einfach drauf. Wenn ich das mal so direkt sagen darf. Dann, kann ich euch helfen? Ja, wie wär's, wenn du den einfach nimmst? Der ist so schwer einfach. Dann lassen wir das einfach so, wie es ist. Komm. Ist mir gar nicht so aufgefallen irgendwie über die Jahre, dass es für Helme einfach mal gar nichts gibt. Also gar nichts Gescheites jetzt in dem Sinne, weil Angriffswert braucht man nicht so wirklich. Natürlich, klar, wenn man draufkloppt, bestimmt. Aber, ja. Weiß ich, Verteidigung oder sowas, das gibt's ja hier nicht so jetzt irgendwie.
Ist mir nie aufgefallen. I'm absolutely shocked. So, du alter Todesprügler, ich prügel dich jetzt mal tot, komm. Du hast da einen Speer im Rücken. Ey, Jünger, du hast das Speer im Rücken. Oh, ein Mana-Trank. Klar, jetzt waren wir ja auch in der Stadt zurück. So. Dann hauen wir die noch schnell aus den Latschen. Nee, Bratam, du sollst hier kämpfen, ne? Ich guck mich hier um und du kämpfst, mein Freund. So war das abgemacht. Mit einem Sklaventreiber. So, der alte Fettsack müsste da jetzt langsam mal auftauchen. Schon wieder ein Mana-Trank. Jetzt komme ich mir verarscht vor. Jetzt komme ich mir verarscht vor langsam. Oh, ein ledierter Smaragd. Ich glaub's nicht. Wir sind im fünften Akt. Im fünften fucking Akt. Wir kriegen einen ledierten Smaragd. Das ist doch... Da läuft doch irgendwas falsch. Klauen lassen wir liegen. Die sind jetzt nicht so wertvoll. Hallöchen, kommt mal mit. Guck mal, was ich da für euch habe. Ich hab noch mehr davon. So, ein bisschen Gold. Und dann schauen wir mal. Es müsste... Alter. Nee, das ist er noch nicht. Ich dachte gerade schon. So, da vorne haben wir mal unser Dingens hier hin, ne? Da hinterm Busch versteckt sich noch ein Apparatam. Jo, genau den meinte ich. Alter, dass die KI noch nicht so weit ist und geht einfach hier außen rum und da ist eine Brücke. Jetzt rennt er woanders hin. Hallo. Alter. Bratam, was ist los? Ich wollte nur gucken. Wen haut er jetzt schon wieder? Unsere Ranke. Du alter Kackschädel. Immer auf die kleinen Unschuldigen losgehen, wa? So, von hier aus gehen wir jetzt noch einmal nach da drüben. Okay, das hat's gebracht auf jeden Fall gerade. Das war sehr gut auf jeden Fall. Mensch, das ist kacke, dass das immer so lange dauert, bis wir den Vulkan wieder machen können. Finde ich ja nicht so dolle. So, die Karte ist doch schon recht groß hier. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Boah, ist das schon lange her. Boah, wir stehen im Gift, ne? Alter, was ist hier denn los? Boah! Ja, Bratam, renn einfach weg. Genau. Alter, was ist denn hier los gerade? Die wehren sich ja jetzt auf einmal richtig, sobald es denen an den Kragen geht. So, das Katapult haben wir erfolgreich... Nee, Katapult? Nee, doch. Katapult haben wir erfolgreich ermordet. Alter. Naja, kümmere dich ja um zwei, wenn hier unten noch fünf andere stehen. Ist schon okay, Bratam. Was ist los? Ich kann mich auch nicht zerteilen. Ach, du willst das Katapult kaputt machen? Ja, sag das doch gleich. Dann mach es halt auch einfach. So, dann nochmal hier unten lang. Da ist eine Kiste. Mit ein bisschen Gold. Ja, immerhin. Wollen ja nicht anspruchsvoll werden, ne? Will ja keiner. Au. Komm, fress den. Sehr schön. Sehr schön. So, Mana-Tränke sind auch wieder aufgefüllt. Das ist ja perfekt. Hier waren wir noch nicht. Ich denke mal, da war jetzt aber auch nicht so viel. Nee, da muss man jetzt nicht extra nochmal runterlaufen. Das wäre jetzt übertrieben. Komm, mach mal den Weg frei, bitte. Welche Werbung ist denn das nochmal, wo die sagen, wir machen den Weg frei? Ist das die Volksbank? Oh. Weiß ich gerade gar nicht. Wir machen den Weg frei. Ist eigentlich ein relativ bekannter Satz, ne? Aber ich kann ihn gerade irgendwie nicht zuordnen. Alter, der Vulkan macht gut Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Vielleicht sollten wir den ein bisschen hochsetzen, weil wir sind ja jetzt Level 27 im Moment. Weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Ach du Scheiße, wir sind beim... da unten ist er, habt ihr ihn gesehen? Die alte Kacksau. Ich hoffe, der hält jetzt noch ein bisschen Abstand. Alter, das ist eine Armee. The Army of Death. So,
So, wir hauen da fröhlich unsere Attacken hin, ne? Das ist so, wie sich das gehört. Pamdi-damdi. Alter, was willst du denn? Und Bratan geht mitten rein. Jo, wir auch. Gute Idee. So, wie bei Diablo, einfach außen rumlaufen. Lalalala, lalalala. Du alter fetter Schenk. Schenk der Aufseher. Ist jetzt tot. Flüchten bringt auch nichts. Schenk meldet Insolvenz an. Die Katapulte wurden zum Schweigen gebracht. Immer einen coolen Spruch auf Lager, der Günther. Dass er dabei auch immer so ernst bleiben kann. Ist unfassbar. So, jetzt erstmal einsammeln angesagt. Was haben wir denn hier alle? Das ist ja gar nichts. Großer Zauber, noch ein Mana-Trank, ein paar Schlüssel, kann man alles mitnehmen. Langschwert gesockelt, ja, nicht so. Kriegen wir den platt jetzt, oder wie sieht das aus? Fällst du jetzt um, Meister, oder was machst du? Geh schlafen, komm. Super. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich, die Ausbeute. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen nur imposanter vorgestellt. Aber wir haben einen Quest-Logbuch-Eintrag. Reden Sie mit Lasuk, um Ihre Belohnung zu erhalten. Das ist natürlich ein Angebot. Mann, ich bin die ganze Zeit auf der falschen Attacke. Ich will doch den Vulkan haben. Ach, guck mal, hier ist noch ein Katapult. Aber wir haben die Mission schon. Das ist ja auch lustig. Fusch am Bau. Hier sind noch ganz schön viele Monster dafür, dass hier unten eigentlich nichts mehr ist. Hm. Da ist noch ein Katapult. Habt ihr gesehen? Wir machen die alle Katapulte natürlich kaputt. Ist doch ganz klar. Weil die bringen nämlich auch Erfahrungspunkte. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber ist wirklich so. So. Hier ist ja auch nichts mehr jetzt, ne? Nö, da ist... Das ist... Gähnende Leere. Gähnende Leere. Ja, da hängt noch einer eine Runde ab mit seinem Kollegen Mr. Bone. Und wir latschen jetzt die Treppe hier hoch und dann gucken wir mal, was da jetzt auf uns wartet. Das Eishochland und ein Wegpunkt. Was haben wir denn jetzt? Finden Sie die Soldaten im Eishochland. Rettung auf dem Berg Areat. So, erstmal gehen wir zu Lasuk und holen uns unsere Belohnung. Hallo. Ihr seid ein größerer Krieger, als ich erwartet habe. Entschuldigt, dass wir euch unterschätzt haben. Als Zeichen meiner Anerkennung schmiede ich euch Sockelfassungen an einen Gegenstand eurer Wahl. Und von nun an mache ich euch bei all meinen Waren die günstigsten Preise. Das ist natürlich eine nette Geste von dir. Da bedanken wir uns natürlich. Sockelfassung für jeden Gegenstand. Boah, das wird ja jetzt dann lustig werden. Eieieiei. Hm. Guten Tag. Hallöchen. Habt ihr gehört? Jetzt hat er wieder eine andere Stimme gehabt. Hey, Quarkek, was willst du? Meine Sorge gilt den Männern, die auf dem Schlachtfeld von Baals Dämonen gefangen genommen wurden. Ich will nicht einmal daran denken, was aus ihnen geworden ist. Wenn ihr euch den Berg hinaufarbeitet, haltet nach meinen Soldaten Ausschau und bringt sie mir zurück, wenn ihr könnt. Ja, wir versuchen, was wir tun können. Ja, doch, klar, passt. Huch, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Hallöchen. Guten Tag. So, das Ding hängt dann weg. 4 zu Mana. Mhm. Vielleicht hier? Nö, nicht. Gut, dann kommt das auch weg. Und das kommt auch weg. Und das auch. Und die sind zwar sehr interessant aus, aber leider sind das Wurfäxte. Und da braucht man leider nicht 53 Anzahlen, dann sind sie leer. Das ist ja das Problem. So, die Scheißrüstungen brauchen alle so viel Stärke. 65. Ach ja. Wir können heute noch nicht alles auf Stärke setzen. Das können wir noch nicht machen. Das wären 2 Punkte nochmal. Das ist natürlich nicht so toll. Hm. Dann könnten wir uns aber eine bessere Rüstung leisten.
Müssen wir mal schauen, ob wir das machen. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Hey, wir haben wieder drei von unseren Dingern hier. Death absolutely perfectamente. So, huch, nee, den wollte ich nicht, den wollte ich. Zack. Und den lassen wir gleich drinnen, weil wir haben noch die fehlerhaften Smaragde und Zackinator. Perfekt. Dann können wir den hier draußen lassen, endlich mal. Wir haben sehr viel Gelbe, ne? Könnten uns eigentlich so eine geile magische Gegenstände suchen, Rüstung, also so ein Rüstungsset quasi dazu basteln. Hey, wo will ich denn hin?